Wieder mal sollte ich erst nachladen, glaube ich. Obwohl, nee, er kann schießen und danach noch eine Aktion machen. Also ist egal. Wir können es versuchen. Oh Gott. Ich fürchte, du wirst doch noch einmal versagen. Wie groß ist die Chance, dass ich ihn... 93%? Ja, hau rein, mein Freund. Awesome. In the face. Zap. So muss das sein. Ah, aber das Spezialsachen geben keinen extra Schuss. Ist natürlich blöde. Hat sie noch zwei? Sie hat noch zwei zu... Ah, wenn ich jetzt aber... Ist das ein Läufer? Wie viel Pistolenschaden machst du? Sie kann mit der Pistole nicht mal sehen. Ja, dann... Das truppt sich das. Ne, dann muss ich es damit machen. Ich konnte nicht nachladen. Sehr schön. Kill. Und die Bonusaktion und damit laden wir jetzt nach. Haben wir noch was frei? Ja, haben wir. Dann kannst du auch noch so einen Feuerschutz machen. Das ist awesome. Du hast auch noch zwei frei und wirst dich definitiv nicht bewegen. Nächste Runde kriegen wir endlich den Freischein, Freifahrtschein. Die Verlorenen scheinen unserer Position bedeutend näher zu kommen, Commander. Ein Schwarm ist nah. Machen für den Angriff. Diese Verlorenen scheinen sehr geräuschempfindlich zu sein. Kampfgeräusche werden noch mehr von ihnen anlocken. Wir Toll. Haben eine neue Strecke gefunden, auf der sie den Treffpunkt sicher erreichen sollten. Ja, ne, der Schrotflinten-Typ ist besser als der Sniper. Also beeilen Sie sich. Das wird kein Problem sein. Ja, tut mir leid. Schön, dass du Ahnung davon hast, du Napp, ey. Du hast uns erstmal in diese Scheißsituation gebracht. Die Edwin hatten die Typen schon gut unter Kontrolle. Was Sniper-Troller. Ich meine, er kann schon mal hier hin. Du musst ein bisschen schneller machen. Und du... Ja, komm, dann kannst du immerhin noch irgendwas machen. Nee, du musst nachladen, sonst haben wir mit dir auch Probleme. Wir haben immerhin einen mit Pistolenfeuerschutz. Ein Schwarm erscheint. Ach, wie süß. I hate my life. What? Wo kommt der denn her? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Ja, we are dead. Wenn die jetzt alle noch schlagen dürfen, sind wir dann. Oh, Kacke. Wir haben Granaten, Leute. Das wird eine Granatensituation. Habe ich das Gefühl. Du hast leider keinen Rundumschlag. So schön es auch wäre. Wir müssen ja nur da hinten hin. Das ist ja voll nah. Okay, du gehst da hin. Du kannst immer noch feuern. Du gehst hier hin. Und hast hoffentlich eine Granate parat. Die weit genug fliegen kann. Du, Type, gehst hier hin und hast auch noch eine Granate parat. Okay. Vielleicht kriegen wir das mit zwei Granaten geregelt. Die werden nicht alle killen, die Granaten. Das wird heftig. Nicht genug Reichweite. Oh Gott, noch so einen Schwarm halten wir definitiv nicht aus. Eventuell mit viel Glück. Oh, laute Explosion lockt einen verlorenen Schwarm an. I want to go now. I really, really, really want to go now. Ich versuche noch eine Granate zu werfen, ich weiß es nicht. Noch ein verlorenen Schwarm und noch ein Schwarm und noch ein Schwarm. Und noch ein Schwarm. Ich glaube, ich soll einfach rennen. In der nächsten Runde werde ich einfach nur noch rennen und hoffen, dass ich überlebe. Alter, wie der die abzieht. Das ist so pervers. Jetzt kann er nichts mehr machen, weil er nicht sieht. Ja, Reload und so, ist klar. Renn einfach, wir müssen hier raus. Jetzt sind nur noch zwei übrig. Oh, hätte er nicht sich verbrennen können und sterben? Bitte nicht hauen. Nein, nicht hauen. Okay. Du kommst raus. Du kommst raus. Du kommst auch raus. Okay, wir sind dann. Weg hier, ich habe keinen Bock mehr. Er wurde noch getroffen, das ist nicht so geil. Position confirmed.
Outrider und das erste Team sollten weiter. Das war knapp. Hey Sabotierer. Das war nicht leicht. Schön, dass du reinschaust. Dass er sich am Ende bezahlt macht. Das kommt ganz auf die Schnitte an. Das war heftig, Leute. Ja, die wollen nur kuscheln. Die haben wir ja gesehen. So kuscheln, dass es Schaden macht. Das ist nicht nett. Wollen die sich in dieser verseuchten Hölle hier etwa treffen? Seid ihr bescheuert? Könnt ihr euch nicht in irgendeinem Atomreaktor treffen, wie normale Leute? Treffpunkt direkt voraus. Versuchen wir heute mal nett zu sein, Leute. Sieh an, Advents brutalster Captain. Ich hasse unendliche Gegner. Tatsächlich für seine Verbrechen büßen. Dieses Wesen ist fort. Jetzt bin ich frei. Er war der brutalste. Einfach den Helm abzulegen ändert nichts an der Person. Die Schnitter vergessen nicht. Ältesten Kraxat. Gott sei Dank, Idioten. Ich sehe genau zwei Optionen. Wir verbünden uns und jagen die Ältesten von unserer Welt. Oder wir töten uns hier und jetzt. Die Wahl liegt bei Ihnen. Ja, zwei weitere von diesen Wellen, Dragon Unity, ne? Das ist ja pervers. Oh, what the fuck? Das sind Templer, oder? Zuvor noch keiner geschafft. Es wird auch nie wieder jemand schaffen. Oh, oder das sind Assis. Vox Prima, Attentäterin, unerbittlicher Tod, der meine Leute jagt. Schlechterin, befreiter Advent. Mein Volk kennt andere wie sie. Sie sind unsterblich. Advents Fluch. Lustig, neue Gegner. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, wenn wir irgendeine Chance gegen sie haben wollen. Oh, sag mir jetzt nicht, dass ich nur die beiden habe. Okay, es waren nicht die Templer. Schade, ich hätte jetzt gerne noch ein paar Templer. Oh nein, noch eins! Sie sind vor Jahren aus dem Nichts aufgetaucht. Wenn sie nicht gewesen wären, hätten wir... Okay, ich speichere jetzt, Leute. Drei Missionen hintereinander? Diese Arroganz, der Wille der Ältesten. Erstreckt sich durch das ganze Universum. Scheiß Attentäterschweine. Ich bin nur eines ihrer Werkzeuge. Oh my goodness. Die beiden dürfen nicht sterben und wir müssen die auserwählten Einheit. Das sind die Chosen. Okay, ich verstehe. Ja, ich würde es auch am liebsten auf Englisch spielen, damit ich das ein bisschen besser mitbekomme, weil das Deutsch verliert natürlich immer ein bisschen was gegenüber dem Original. Wo müssen wir jetzt hin? Besiege die auserwählten Einheit. Ja, wo ist sie denn? Ich würde gern wissen, wo. Dann kann ich auch mehr tun. Aber hey, jetzt haben wir immer nur so Truppe zusammen. Plus zwei extra Einheiten. Das ist schon geil. Das heißt, die auserwählte Einheit wird so pervers gut sein, dass wir keine Chance haben. Oh, warte mal. Mochtet ihr euch nicht, ihr zwei? Nee. Ah, wir haben die anderen nicht dabei. Schade. Sehr, sehr doof. Ja, wir haben Ned dabei und nicht die Scharfschützin. Oh, well. Okay, hier ist fertig. Hier ist Ende. Hier ist auch Ende. Das heißt, wir sind in der unteren rechten Ecke des Feldes. Hier, untere rechte Ecke. Und das heißt, wir müssen natürlich irgendwo in die Richtung. Okay. Das war unsere Scharfschützin, also die wichtigste Person dort. Für Scharfschützentätigkeiten, of course. Solid copy. Ich will eigentlich nicht von der Brücke runter, ne? Hier fühle ich mich sicher. Hier fühle ich mich mit Höhenvorteil und sowas super gut. In Bewegung. Und er ist natürlich noch verletzt. Oh, Joy. Oh, what a Joy. Mein Leben liegt in ihren Händen. Ja, Hauptsache über die Kisten brauchen, ne? Das kannst du, Mädchen, das kannst du. Habe ich jemanden, der heilen kann? Ned müsste doch eigentlich heilen können. Okay, jetzt sind sie gerade done and spent. I'm on the move. Einer gegen alle oder nicht? Ich hoffe, es ist nur der eine. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht eklig wird für mich. Let's rock. Ich weiß nämlich nicht, was die in ihrer Runde machen dürfen, alles. Angriff bei Sichtkontakt. Warten wir nämlich erstmal ab. Habe ich Wachdienst. En vigilance. Aha. Ich dachte, da ist noch was passiert.
Oh, großartig. Sieht ja gar nicht unfair aus. Die Waffe. Attentäterin Gurmai Tessura, Schattenkönigin. Stärken Explosionsschild. Immun gegen Explosionen. What? Schattenschritt. Dieser Auserwählte löst weder Feuerschuss noch Reflexschüsse aus. Ja, klasse. Das heißt, alles wegballern. Schwächen. Spröder. Erleidet zusätzlichen Schaden durch Angriffe aus kurzer Distanz. Okay. Widersacher Schnitter. Erleidet zusätzlichen Schaden durch Schnitter. Das ist auch gut. Die Schattenkönigin. Doch mein Werk ist noch nicht vollbracht. Oh my freaking God. Natürlich sieht man sie nicht, ne? Ist klar. Das ist super, dass sie keine Reflexschüsse aus... Oh, die auch noch auslöst. Was mache ich denn, wenn die keine Reflexschüsse auslöst? Ich hoffe nur, die anderen Viecher kommen hier nicht noch an. Zu Befehl, Commander. Ich muss sie leider darunter setzen. Das ist, ich muss ein bisschen Sicht haben. Okay, hier ist also gar nichts. Good to know. Du hast noch ein Medkit, aber der ist nur um 1 verletzt. Also versuchen wir das mal so lange zurückzuhalten, wie wir können. Position confirmée. Wie Sie wünschen. Roger that. Okay. On my way. Ich meine, Reflexschüsse bringen ja per se mal gar nichts. Und Explosionen auch nicht. Du könntest theoretisch noch in eine bessere Position kommen, nämlich dorthin. Das könnte aber auch dein Tod sein. Ist damit egal. Wir warten erstmal. Ich meine, ich kann die Waffe eh nicht abfeuern. Ich könnte Hunker Down machen. Theoretisch. Das ist ja total doof, ey. Niemand kommt vorbei. Wir müssen jetzt warten, bis sie sich zu erkennen gibt, sonst können wir nichts tun. Da oben. Beten. Die Schnitterfrau kann nicht unsichtbare Dinge. Oh Gott, da läuft sie. Ja, toll. Ja, geil. Geil. Ist schon tot. Und das war mein Medic. Genieße die Zeit, die dir noch bleibt. Das ist doch total bescheuert. Wie soll ich das denn machen? Und jetzt haut sie wieder ab. Da komme ich schon nicht hinterher. Und sie ist immun gegen Explosionen. Oh, wie ich sowas hasse. Der Soldat in seinem zerbrechlichen Zustand wohl verraten, da er weiß, dass sie seine Gefangennahme gebilligt. Ja, bla bla, halt die Schnauze. Einer Wenn ein Soldat. Soldaten ist benommen. Einer von ja, uns Bradford. Muss dorthin und ihm wieder auf die Beine helfen, bevor dieses Ding näher rückt und angreift. Ich kann ja nicht feuern, Dragon Unity. Benommen Soldaten wiederbeleben. Wenn ein Soldat durch einen auserwählten Angriff benommen ist, kann er aus diesem Zustand befreit werden, indem ein Verbündeter auf ein benachbartes Feld zieht und die kostenlose Fähigkeit Wiederbeleben nutzt. Können nach der Wiederbelebung desorientiert sein. Oh toll! Oh Joy! Es ist so wunderschön! Ich habe vergessen zu speichern, glaube ich. Nee, habe ich nicht, oder? Nee, ich habe gespeichert. Die Vermittlung beim Treffen war das doch, ne? Kampagne 1, Einsatz 3. Ja, okay, ich habe es gespeichert. Spielstand 5. Oh, nur für den Fall, weil das hier ist ja mal ultra mega unfair. Oh, ja, keine Aktion, ist das nicht schön? Ich würde gerne die Trulla ranziehen, ne? Weil die ist anfällig dagegen. Ich versuche das, glaube ich. Da kann ich sie auf jeden Fall schnappen. Wenn sie anfällig gegen Nahkampfangriffe ist, das ist das Beste, was ich tun kann. Das Ding ist, kommst du auch dahin? Ja. Sprintangriff geht dabei. Ich meine, Deckung ist ja eh wurscht eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob hier noch andere Gegner auftauchen werden. Und wie gut der treffen wird. Hoffentlich trifft er gut. Das hier werde ich gleich noch machen, aber mit jemand anderem. Warum kann ich Gerechtigkeit nicht einsetzen? Das ist total behämmert. Aber wenn die dumme Trulla jetzt gleich wieder abhaut, habe ich wieder einen Instant-Hit, ne, den ich nicht verhindern kann. Okay, du bist praktisch nutzlos momentan. On the move. This might sting a little. What? What's going on? Desorientiert, natürlich. Ich kann keine Heilung verwenden deswegen. Oh, großartig. Ist das nicht schön? Ach, es ist ja so wunderbar, das Spiel, ey. Es ist gar nicht irgendwie assi oder so.
Da kann ich sie zumindest versuchen zu treffen mit dem Sniper. Ja, dann mit der Pistole. Das heißt, näher dran wäre besser. 39%? Was soll denn das? Okay, du kriegst extra Schaden durch die. Da wäre sie... Okay, da wäre sie flankiert. Und ich könnte mit dem Sniper-Ding umgehen. Ich meine, das muss ich so oder so machen. Am besten wäre aber, wenn ich das machen könnte. Ja, obwohl, nee, es ging insbesondere Schaden immun. Dumm. Das heißt, du gehst auf jeden Fall mal dorthin. Du, I don't know, kannst eh nicht wirklich was tun. Aber ich meine, Pistolenschuss ist besser als gar nichts. Ansonsten, eine bessere Position finden will, würde ich irgendwie auch nicht, ne? Ich gehe mal davon aus, dass Deckung einen Unterschied macht. Dass das nur beim ersten Angriff nicht so war, damit sie mir zeigen, oh, die Dinger können dich benommen machen. Ha, 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 ha. Ah. Da komme ich nicht mal hin. Ich wünsche, ich hätte ihn rangezogen. Hätte ich mit ihm noch einen Nahkampfangriff drauf machen können. Mit ihr nochmal richtig schön hinterher ballern und das ohne Flankierung. Das wäre klasse gewesen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich den Abschnitt hier sprengen könnte. Ne, ich glaube es nicht. Und sie ist immun dagegen. Warte ich lieber, bis sie woanders hinrennt. Ne, du wartest. Vielleicht kriegen wir sie ja irgendwie... Vielleicht hat sie ja so ein Special-Ding, dass sie dann nochmal einen extra Move bekommt oder so eine Scheiße. Damn, ey. Die hat so viele Punkte. Es kann gut sein, dass wir hier Soldaten... Ja, klar. Mhm. Dass wir hier Soldaten verlieren wie die Hölle. Versuchen wir erstmal den sicheren Schuss. Weil der ist ja auf jeden Fall... Der sitzt ja. Nur 50% Chance, dass ich entdeckt werde. Ich hoffe, ich werde nicht entdeckt. Weil das würde hier sehr viel helfen. 4 Schaden. Wow, das sind die extra Schaden. Das ist ja nicht ein Witz. Das reicht nicht, um mich aufzuhalten. Das ist ja nicht echt mal ein absoluter Mega-Witz, ey. 2 Schaden, gut. Es ist noch ziemlich gleich, Sabotiere, aber es hat halt so jetzt seine neuen Sachen, ne, wie man sieht. Seine schönen kleinen Assi-Sachen, seine kleinen Gemeinheiten. Warte mal, ich darf... das ist ein freier Zug. Es gibt nur die Richtung, ich könnte auch hier hin. Die Frage ist, wenn ich hier hingehe, habe ich sie im Visier? Ja. Aber ich habe sie nicht flankiert, ich müsste da hinkommen. Shitty. Sie definitiv flankiert, aber ich krieg den Höhenbonus drauf. Das könnte gut sein. Ich glaube, das mache ich. Zumindest war das früher immer ein freier Zug, ein freier Move, den man alle 3 Züge machen konnte. Yes, sehr gut. Wow. Das ist sogar schlechter geworden wegen der scheiß Waffenreichweite. Goddammit. Goddammit, XCOM. Goddammit, XCOM. Fehlt euch der Mut der Überzeugung? Ich meine, das bringt dir gar nichts. Also kannst du vielleicht versuchen, wegzubleiben von ihr? I guess? Du könntest theoretisch hier hingehen und hoffen, dass sie dich nicht sieht. Weil hier hast du volle Deckung. Das dürfte ja zumindest schon mal etwas sein. Du kannst eigentlich gar nichts machen. Du bist für mich gerade total sinnlos. Hunker down. Du mit deinen 13% bist auch ein Lacher der Nation. Aber wir wissen ja, Dings bringt nichts. Also 13% it is. Es bringt ja nichts zu warten. Mal gucken, was sie jetzt macht. Es wird wahrscheinlich mein Soldat sterben da unten. Unser Ned. Ah, damit. Flankierten Feind entdeckt. Okay. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht für uns. Du gehst auf Ned, oder? What? Psi-Sturm? Ah! Oh, you gotta be fucking kidding me. Alle benommen, moin. Oh, diese dreckige, dumme Troller. Diese blöde, dumme Troller. Diese blöde, dumme Troller. Ich könnte sie flankieren. Ich würde gerne einen Nahkampfangriff machen. Aber er steht da oben, ne? Oh, sie ist... Oh, sie ist ungedeckt. 73%. Ich meine, er kann sonst eh nicht viel machen. Er hat den... Doch, er hätte Gerechtigkeit frei.
Ich weiß aber nicht, ob er da nah genug dran steht. 73% ist zu gut eigentlich, um es nicht zu nehmen. 62% ist auch ziemlich gut. Du hast ihn noch nicht mal im Visier. Okay, du bist es jetzt. Okay. Scheiße, das war dumm. Kacke, jetzt habe ich ein Problem. Er ist jetzt ungedeckt, das ist nicht gut. Aber gut, ich konnte auch sonst nirgendwo hin. Wie viele würden sie opfern? Oh, du hast noch. Einen zu retten. Ah, das ist eine freie. Oh, das ist super. Dann muss er jetzt da weg. Hauptsache, er kann weg. Somewhere. Irgendwo, wo er sicher ist vor ihr. Da zum Beispiel. Ich meine, 31%, das lohnt noch nicht mal, es zu versuchen. Er kommt nicht an denen vorbei. Kannst du weg? Kannst du noch irgendwo hin? Du könntest da hin und er woanders. Das ist aber auch blöd. Eigentlich ist er ja gerade ziemlich safe. 27% Möglichkeit. Jetzt okay-ish. Ich würde gerne seinen Nahkampfangriff einsetzen, weil das hier wäre das ja eigentlich ganz gut. Sie ist ja dagegen empfindlich. Ja, empfindlich finde ich auch ein bisschen armselig, ne, da zu sagen empfindlich und dann mache ich einen Schadenspunkt oder so mehr. Das ist total lame. Aber da du nicht da runterkommen musstest, können wir ja mit dir schon mal ballern. Mal gucken, was es gibt. Oh, 6 Schaden. Das war nice. Das war richtig nice. Entschwindender Wind. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Das nennt man besiegen bei der Troller. Die von dieser Kapsel ausgehen, verbreiten sich im gesamten Gebiet. Ja, super geil. Ich liebe es. Anders ausgedrückt hat das Ding ein Schwarm jeden einzelnen Verlorenen in der Stadt zum Essen gerufen. Eine treffende Einschätzung. Die gesamte verlorenen Biomasse scheint sich zu dieser Position zu bewegen. Dann holen wir sie alle da raus, aber schnell. Firebrand ist ja unterwegs zu den Evakuierungs- warum nicht mal den Evakuierungspunkt neben uns machen? Nein, mach ihn einfach auf der anderen Seite der Map. I hate you, Bradford. Sometimes I really hate you. My God, I hate you. Okay. Du bist desorientiert, du wirst eh nicht wirklich was treffen. Ja, natürlich müssen wir voll an dem Ding vorbei, ne? Oh my God, wie soll man da durchkommen? Auch da müssen wir, glaube ich, durchs Haus, weil es schneller geht. Ja, oder wir gehen hier links rum. Links rum wäre auch okay. Ja, Bradford, hast gut gemacht. Du bist unser Held. Du bist eh entdeckt, also ist es egal. Du hast leider keinen Schatten mehr zur Verfügung. Awesome. Nicht vergessen, sie sind nicht die Opfer. Meine Munition ist fast alle. Ja, komm. Ey, die ist so wertvoll. Die ist so wertvoll. Zum Jagen brauche ich Munition. Und lege die neben dich. Das konnte ich ja nicht, Dragon Unity. Ich konnte die Fähigkeit ja nicht einsetzen, leider. Mit unserem Mox. Ich lade nach. Mit unserem Mox Populi. Was mache ich mit euch? Ihr seid wieder total geil, ne? Ihr seid die allergeilsten, ey. Hauptsache könnt ihr euch 3 Meter bewegen. Du gehst jetzt dahin. Mit dir kann ich sonst eh nichts anfangen. So, du. Du kommst auch nicht wirklich weiter. Vielleicht, wenn er weg ist. Er kann ja zumindest noch ein Stück laufen. Du hast immerhin gute Arbeit gemacht. Du solltest vielleicht wirklich da weggehen. Geh dahin. Ja, jetzt kommst du ein bisschen weiter, aber noch in keine Position, die mir weiterhilft. Aber Hauptsache in Richtung des Punktes. Ja, die anderen können auch nichts mehr machen. Das heißt, du... Feuerschutz bestätigt. Meine Wache beginnt. Ich hoffe, die kommen nicht wieder und... Oh, natürlich kommen die. Natürlich, natürlich kommen die alle wieder als Schwarm, weißt du? Moin. So eine Scheiße, die immer mit ihrem scheiß Schwarm, ey. Alter! Ach so, nee, die Abholung, das kann ich nicht.
Wenn da eine Abholung gesetzt wird, kann ich selber keine setzen. Das geht nur in ganz speziellen Missionen. Das Bewegungsmuster dieser Kreaturen zeigt eine fast koordinierte Angriffsstrategie. Vielleicht sind sie doch nicht so hirnlos wie zunächst angenommen. Eine faszinierende, wenngleich auch erschreckende Möglichkeit. Ja, ist total faszinierend, Taigen. Können wir das besprechen, wenn ich hier raus bin und alle Leute überlebt haben? Siehst du, ich kann keinen Skyranger rufen, Dragon Unity. Das geht leider nur, wenn ich keine gesetzt bekomme, keine Zone. Und dann hätte ich einfach hier hingelegt, wäre in der nächsten Runde weg. Das wäre ja super easy. Aber genau das will das Spiel mir ja nicht gönnen. Und wir sind immer noch desorientiert. Ist das nicht eine wahre Freude? Ah, oh, das ist so wunderschön. Das Spiel hier, ey. Okay. Es kommt ein Schwarm, wir müssen hier weg. Wir müssen richtig rennen jetzt. Bewege mich wie befohlen. Okay, du kannst ihn jetzt hoffentlich weg. Nein, kannst du natürlich nicht, ist ja toll. Oh, ist das toll, Mensch, ist das toll. Kannst uns auch nichts machen, leider. Jawohl, Commander. Das Dumme ist, ich weiß nicht, wann der Schwarm kommt. Ja, deswegen solltest du jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen schneller hier laufen. Immerhin haben wir die Granate nicht verschwendet eben. Und vor allem kommt der Schwarm daher oder am Ende wieder hier, weil wenn er hier kommt, bin ich tot. Dann war es das. Okay, haben wir immer noch einen, der ein bisschen Overwatch geben kann. Der Will ist aber extrem down bei ihm. Ich meine, ich kann es verstehen, nach diesen drei Missionen hintereinander, die so dreckig waren. So mega überdreckig. Ja, ich kann hier eh nicht abballern. Ich könnte mit der Claymore eine Falle legen. Ja, der Schwarm. Ach so, der Schwarm erscheint da drin. Ach, wie schön. Genau auf dem Weg. Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderschön? Da freut man sich richtig. Fühlt man sich gleich wie zu Hause, wenn der Schwarm erscheint, Leute. War eine gute Idee, Dragon Unity. Ich hätte es auch sofort gemacht, wenn es ginge, aber es geht leider nicht. Nein, das wollte ich gerade verhindern, dass sie getroffen wird, weißt du? Jetzt können beide draufhauen. Wie viele dieser Kreaturen sind denn noch in der Stadt? Okay, mein kann das auch nicht mehr. Purifikator-Trupps in diese Städte, aber irgendwie überleben sie immer. Sie gedeihen sogar. Wir wissen nicht, wieso. Ja, es ist super. Ihr seid die Größten. Die Allergrößten. 79%, 70%. Okay, sie hat da echt mehr Chancen. Ich muss jetzt ein bisschen dezimieren hier. Sehr schön. Sehr gut. Komm schon, erschütze deine Sniper-Kollegin, Mädchen. Fräulein Belgierin, komm schon. Jawoll! So muss das laufen, Leute. So sieht das aus hier bei XCOM. Wunderbar. Das nenne ich mal Soldaten, ja? Gibst dir eine Aufgabe und das wird einfach erledigt. So gehört das. Okay, du brauchst auf jeden Fall nachladen. Und dann musst du schon mal in die Richtung. Du kannst schon mal hier hin. Du kannst hier hin. Schön konzentriert. Du kannst nachladen. Du hast nachgeladen, kannst nicht mehr viel machen. Dann kommst du trotzdem schon mal in die Richtung hier. So. Oh, wir haben noch einen. Oh, really? Dann versuchen wir es. Ja, toll, jetzt haben wir den Weg geöffnet und da ist noch einer. Scheiße. 68% könnte ich schaffen, aber... Ja, besser. Sie hat zu wenig Trefferchance, als dass das sonst noch was werden würde. Oh, come on. Come on. Die sollten uns aber nicht erreichen können, glücklicherweise. Ihn muss ich heilen. Damn it, das habe ich voll verpeilt. Aber du kriegst ja zum Glück noch einen Bonus. Du wirst dich jetzt auf jeden Fall selber heilen. Cool, ich glaube, die haben dafür eine neue Animation eingeführt. Das ist super. Das ist eine Selbstheilungsanimation. Okay, du kannst schon mal Feuerschutz geben. Dann los. Aber es war... Oh, noch ein Schwarm. Ja, moin. Als hätte ich hier nicht schon genug zu tun, Freunde. Guck mal, wie aus der Tür gestolpert kommt. Jetzt Kopf weg. Ah, komm Mädchen, sowas musst du verwandeln. Das kannst du nicht machen. Ich muss mich verrechnet haben. Bitte nicht hauen, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen. Oh, come on, wieso? Wieso? Ich
existierte noch nicht, als diese Stadt noch unversehrt war. Dennoch verabscheue ich, was mit diesem Ort geschah, mit diesen Leuten. Ich glaube ihnen. Ja, schön, dass ihr euch näher kommt. Ich bin so glücklich. Es ist wunderschön. Ich wollte euch nur mal sagen, wie toll das eigentlich ist. 100% Kill. Schön mit dem Streuschuss. Das ist mit der Schrot. Direkt neben unseren Leuten. Schön mit der Schrot reinhalten. Geil. So ist das geil. Okay, kann er nochmal? Vor allem kommt da gleich schon der nächste Schwarm. Wisst ihr, das ist doch bescheuert. Du bist am nächsten dran. Wie wär's, wenn du dem Typen jetzt mal ein bisschen Gerechtigkeit zukommen lässt? Ich hätte vorher laufen sollen. Obwohl das eigentlich noch können müsste. Naja, kann sogar noch rennen. Geh dahin. Du, ich kann nicht so schnell vorrücken. Ich muss so weit vorrücken, wie ich kann. Ohne zu schnell zuvor zu rücken. Weil wenn der Schwarm kommt und ich nicht vorbereitet bin und schon mal ein, zwei wegziehen kann, dann ist gleich vorbei. Ja, es ist mir egal. Du musst mitkommen. Du kannst da nicht sitzen bleiben. Sie hätte ich vielleicht besser nachladen lassen, unsere Grenadierin. Too sweet. Können wir jetzt mal aufhören mit den... Nein, können wir mit den Schwärmen aufhören? Nix kommen. Ich muss nur nah genug rankommen, dass ich eine Runde durchlaufen kann, wisst ihr? Oh, sind das viele. Schaut's euch an. Das sind 8 Leute. Das sind 9 Leute, glaube ich, sogar gewesen. Eines Tages werden meine Leute sich diesen Ort zurückholen. Wenn sie so sind wie sie, ich komm nur... dann halte ich das für möglich. Okay, ich komme hier nicht durch. Ganz einfache Lösung, wir sprengen die Wand weg. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung hierbei. Problem, dann kommen die hier auch rein. Na gut, das kommen sie eh. Aber fuck that. Sorry für die Sprache. Nein, du kommst später dazu. Du könntest jetzt schon dazu kommen. Hey, die Mission ist super spannend und geil, aber es... Keks mich so ein bisschen an gerade.